Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video, wieder mit einem besonderen Gast, beziehungsweise mit einem altbekannten Gast, dem guten Alex. Herzlich willkommen, Alex. Was geht, altbekannt. Ach stimmt, wir haben ja diese FIFA-Videos gemacht damals, ne? Ich erinnere mich noch, ja. Aber ich freue mich auch immer wieder hier zu sein, heute mit einem bisschen anderen Video, richtig? Heute mit einem bisschen anderen Video, und zwar geht es heute um Fußballkategorien, ein sehr, sehr cooles Format. Das heißt, wir beide haben uns jeweils drei Kategorien für den anderen überlegt. Rund um Allwissen im Fußball. Man hat insgesamt drei Leben, heißt, man darf zweimal falsch tippen, muss 10 Namen nennen und am Ende addieren wir alle Summen zusammen und haben dann einen glorreichen Gewinner. Die Frage ist, ich habe jetzt hier so eine Liste mit schwierigen und mittelschweren Sachen, mit was ich jetzt hier anfangen möchte. Ich habe auch eine Sache wieder auf den FC zugeschnitten, weil du ja FC-Fan bist, aber ich glaube, wir starten mal mit etwas. Ja, es hat schon mit Fußball zu tun, aber nicht mit dem Spiel an sich, denn die erste Kategorie, die ich dir stelle, ist Spieler mit den meisten Instagram Followern nach Ronaldo und Messi. Weil das ist, glaube ich, sehr, sehr obvious, dass die beiden die meisten haben. Wie gesagt, 3 Minuten Zeit. Wie weltweit, fühlst du dich damit? Also weltweit und ja, weltweit. Alle aktiv. Ich gebe dir als Tipp mit, einer ist nicht mehr aktiv. Zwei sind nicht mehr aktiv. Der Rest ist aktiv. Das ist ja mega schwierig, ja. Okay. Nein, das ist nicht mega schwierig. Das ist zum Reinkommen. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Also, Zeit läuft ab jetzt. Okay, wir gehen mit Neymar. Ja, das ist Nummer 1. Generell, wir machen es auch so, dass wir uns natürlich ein bisschen helfen, ne? Also Nummer 2 ist Neymars kongenialer Partner eigentlich. Ach, Mbappé. Kongenial? Ja, ist richtig. Nee, ist richtig. Mbappé ist richtig. Mbappé, okay. Die spielen ja gar nicht mehr zusammen. Aber nein, aber die waren ja zusammen. Okay, also Neymar hat 219 Millionen, Mbappé 112. 112. Dann würde ich noch... Was gibt so viele Fußballer? Wer ist noch... Also die zwei, nee, es sind sogar 3 nicht aktive, aber 2 davon haben auf jeden Fall eine Eigenkarte in FIFA. Ich überlege jetzt gerade, wen ich mal auch mal so auf Instagram oder so gesehen habe, der immer noch sehr präsent ist. Also ich gebe Ramos. Ramos ist mit dabei, ist Platz Nummer 8 mit 63 Millionen. Gott sei Dank. Er ist noch so charismatisch, also... Ist ein guter Call. Also es sind halt viele so, die einfach auch so eine Brand um sich rum halt haben quasi, weißt du? Vinicius Junior ist, glaube ich, noch zu jung. Was ist mit Rashford? Rashford ist nicht dabei. Das ist dein erstes Leben gone. Also einer, der knapp hinter Mbappé ist, also auf Nummer 3 in dieser Liste, ist auch aufgrund seiner Frau sehr, sehr bekannt, aber natürlich auch aufgrund, also er ist einfach allumfassend so ein bisschen. Nicht nur fußballerisch, das ist der auch inaktiv ist. David Beckham? Ja, David Beckham, richtig. David Beckham. Na gut, David Beckham hätte ich auch wissen müssen, ja, das stimmt. Was mit Ronaldinho? Der ist nicht drauf. Der ist nicht dabei, okay. Nee, knapp nicht geschafft, aber jemand anders, den man eigentlich immer zusammen mit ihm nennt. R9? R9 ist Platz Nummer 5. R9 ist dabei, let's go. Nummer 4 meine ich nach 4, ja. Wen haben wir denn dann noch? Was, bis jetzt 5? 5 Stück und 30 Sekunden hast du noch. 30 Sekunden habe ich noch. Ja, dann gehen wir... Ja, wir gehen einfach mal mit Mané noch. Das ist sein drittes Leben weg, aber guter Punkt. Mané hat es knapp nicht geschafft. Wer es aber geschafft hat, ist Mohamed Salah. Okay. Ja. Der wäre tatsächlich auf der 7 gewesen. Vor ihm noch Zlatan Ibrahimovic. Oh, den hätte ich wissen müssen. Ne? Deswegen meine ich, die Liste kann man schon kriegen. Marcelo knapp davor mit 67 Millionen. Ramos hattest du gesagt, und die letzten beiden sind echt schwer zu bekommen, weil es sind Pogba und Dybala. Okay. Aber also so die Pogba ersten... hätte man noch wissen können, glaube ich, aber ja. Ey, es ist okay, du stehst am Ende bei 1, 2, 3, 4, 5 Punkten. Für die erste Kategorie ist das doch relativ ordentlich, würde ich meinen, oder? Ich denke auch, da sind wir zufrieden. Let's go. So. Dann würde ich sagen, du hast auch nicht mit einer FC-Frage angefangen. Dann gehen wir auch mit was Entspanntem rein, und zwar die WM-ewige Torjägerliste. Oh, die WM-ewige Torjägerliste, okay. Ja. Easy. Oh. Easy, sagt er, okay. Nee, easy ist es nicht, easy ist es nicht. Also das Gute ist, bei den Kategorien immer so die ersten 1, 2, 3, die kriegst du halt immer, aber danach ist es halt bei mir ein bisschen schwammig. Weil, also wir reden nicht Deutsche, ne? Wir reden alle, ne? Okay, easy. Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. 3 Minuten laufen ab jetzt. Wir gehen natürlich mit Klose auf der 1. Yes. Und Ronaldo auf der 2. Yes. Also dem dicken Ronaldo, dem richtigen. Ja. Gut. Danach wird es aber, glaube ich, schon, also was die Reihenfolge angeht, weiß ich es auf jeden Fall nicht.
Weil es können halt auch relativ alte Leute sein. Ich sage, weil Klose müsste 16 haben, Ronaldo 15. Ich sage noch Cristiano Ronaldo? Nee. Ja, der war bei EMs sehr, sehr gut, ne? Bei WMs hat er nicht so viel gescored. Thomas Müller? Thomas Müller auch nicht dabei. Auch nicht dabei? Ah, doch, 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 der teilt sich den 10. Platz. Okay, doch. Weil oh, Glück gehabt. Ganz, ganz viele, ja, da hast du, ja. Glück okay. gehabt, Junge, Junge, Junge. Okay, also ich habe erst ein Leben weg. Genau. Ich würde jetzt mit einem kompletten Random Call gehen und viele werden sich jetzt fragen, warum nimmt er jetzt den und nicht irgendwelche modernen, aber ich würde sagen Jules Fontaine. Ja. Alter, krank. Okay. Der hat nämlich, das weiß ich, weil der hat nämlich ein Turnier gespielt und hat da, glaube ich, einen neuen Treffer gemacht oder so. Insgesamt hat er 13. Oder hat er, oder 13. Ja, das war wirklich auf jeden Fall nur ein Turnier, wo er das aber gemacht in hat. 6 Spielen einfach. Ja, ja. Gut. Viele Tore bei WMs. Messi hat auch nicht viele Tore bei WMs gemacht, glaube ich eigentlich nicht. Brasilien kam immer weit. Frankreich kam auch immer weit. Mbappé hat auch schon relativ viele Tore und er wird wahrscheinlich auch Klose bekommen, aber ich weiß nicht, ob er schon in die Top 10 ist. Aber ich habe ja noch 2 Leben, also einmal kann ich auf jeden Fall noch falsch shooten, deswegen sage ich Mbappé. Mbappé ist richtig. Let's go. 12. Er hat schon 12 Tore, das ist auch krank, ne? Deutschland ist keiner mehr. Ist es noch ein Franzose, so einer aus der Zidane-Ära? Wir warten da vorne, Trezeguet, ne? Oder Henri? Henri, 98 WM gewonnen. Aber war der so viel gescored? Thierry Henry? Nee, Henri ist nicht dabei. Wie viel habe ich denn jetzt? 5 gerade, ne? Oder 4? Du hast jetzt 5 und jetzt quasi das zweite Leben auch weg. Ja, also wenn ich jetzt noch einmal falsch rate, bin ich raus. Ist es noch irgendwer von den alten Leuten? Ich glaube, wie gesagt, es ist nicht Messi. Wer ist denn sonst immer noch weit gekommen? Kroatien ist auch weit gekommen, zumindest in dem einen Turnier. Ich denke so an die Finale. Es müssen eigentlich auch noch ein Spanier sein. Es müssen noch ein paar Spanier sein. Torres, David Villa, irgendwie sowas. Ich sag, David Villa? Nee. Ah, okay. David Villa ist Platz 16 mit 9. Also oh, Messi und die Platz 4. 10 sind 10, ne? Hä? Genau. Die Platz 10 sind 10, oh Mann. Messi hat 13, also der ist auf Platz 4. Der oh no, Messi, ich hätte einfach Messi nehmen sollen. Ansonsten Pelé wäre noch gewesen. Oh ja, klar. Jürgen Klinsmann auch mit 11. Hm. Dann gibt es noch auf der 10 Gabriel Batistuta, Gary Lineker, Thomas Müller, Helmut Rahn. Okay, ja, aber ich muss sagen, damit bin ich zufrieden. Also Messi hätte ich, glaube ich, einfach nur vor David Villa shooten sollen. Und ich hätte gedacht, da wäre noch ein Spanier dabei gewesen, weil die auch eigentlich sehr gut performt haben. Aber war doch bei EMs viel, ne? Das ist der Beste dann tatsächlich. Ja, okay. Okay, aber das heißt, 5 Punkte für mich und 5 Punkte für dich in der ersten Runde, das ist doch okay. Kopf an Kopf rennen. Wir gehen in Richtung FC Kosmos, ja? Jawohl. Und da ist die Kategorie, die ich dir stellen möchte. Ich möchte 10 Leute haben, die in einer Saison der beste Torschütze für den FC Köln waren, ab 2000. Also es geht nicht darum, dass jetzt jemand in der All-Time-Liste die meisten Tore gemacht hat, sondern es geht darum, zum Beispiel Saison 2015, 2016, da hat Jonas Hector die meisten Tore gemacht, wenn dem so wäre. Okay? Okay, okay. Also so. Spoiler-Alert, Jonas Hector ist nicht auf der Liste drauf. Ja, das ist sehr nett von dir, das ist sehr nett. Ne? Also, es sind insgesamt, ich zähle mal kurz durch, 4, 5, 10, 13 Spieler. 10 davon kannst du maximal erraten und du kennst eigentlich safe alle. Ich würde sagen, wir gehen rein und die Zeit startet für dich ab jetzt. Aktuelle Saison zählt nicht, oder? Aktuelle Saison zählt nicht, weil die läuft ja noch. Okay, dann gehen wir mit Podolski. Podolski ist richtig. Wir gehen mit Modest. Modest ist richtig, sogar mehrfach natürlich. Zählt der dann noch mehrfach? Nee, der zählt dann nur einmal. Oh Mann. Dann gehen wir noch mit... Das ist jetzt noch kein Guess, aber Sebastian Andersson hat ja viele Tore auch mal geschossen. Also, ich bin nett, ich sag, der hat mehr gehumpelt als Tore geschossen. Ja, aber er hat ein wichtiges Tor geschossen, ne? Aber ja. Ja, ja. Okay, das ist wirklich sehr nett von dir. Anthony Ucha. Sehr big, schön. Ist Torjubel. Drauf. Simon, aber ist er nur Bundesliga oder auch zweite Bundesliga? Auch zweite Bundesliga. Dann Simon Terodde. Simon Terodde ist richtig. Girassi? Girassi ist falsch. Girassi war nicht dabei. Girassi ist nicht richtig. Jetzt muss ich kurz überlegen. Letzte Saison. Baby kam im Winter. Ja, ich
gehe noch mit Davy Selke. Davy Selke ist richtig. Jawohl, let's go. Stark, 5 Stück hast du. Hast du noch die Hälfte der Zeit. Also du bist sehr, sehr gut im Soll. Und wann beginnt unsere Zeitrechnung? Im Jahr 2000. Also die Saison 2000, 2001 ist die erste, die zählt. Okay. Was mit Cordoba? Cordoba ist richtig. Auch dabei, sehr gut. Dann sind wir bei 6. Ich würde sagen, vielleicht auch sogar 2 Dicke hast du noch vergessen. Bisschen älter. Bisschen älter. Auch nicht mehr aktiv dann? Nicht mehr aktiv, ja. Nicht mehr aktiv. Ich versuche gerade so die ganzen alten Tore in meinem Kopf Revue zu passieren, wer den geschossen hat. Ist ein ganz guter Call eigentlich. Oliver Scherz? Nee, ne? Oliver Scherz? Nee. Sicher, dass du den richtigen Vornamen hast? Nee, ich glaube nicht, oder? Ganz groß, glaube ich. Sag Scherz und ich gebe dir den Punkt. Echt? Ja. Okay, dann sage ich Scherz. Also wir meinen aber den ganz großen mit der Glatze, ne? Ich habe keine Ahnung, wie der Mann aussah. Er ist auf meiner Liste. Du hast noch 5 Sekunden, vielleicht nochmal shooten, schnell. Da ist der Timer. Einen Guess gebe ich dir noch. Nee. Okay. Also, du hast gesagt Selke, Modest, Cordoba, Terodde, Uja, Podolski, Scherz. Alles richtig. Du hast vergessen, absolute Legende, Milivoje Novakovic. Verdammt, ja, okay, den hätte ich wissen müssen. Ja. Nächste Legende, Patrick Helmes. Ja, okay. Dann noch Dirk Lottner, das war die Saison 2000, 2001. Weiß ich nicht, ob du da jemals drauf gekommen wärst. Und dann hast du noch 3 Leute vergessen, die keine Stürmer sind, die einfach davon profitiert haben, dass in der Saison einfach super wenig Tore gefallen sind auf FC-Seite. Leonardo Bittencourt, André Duda und Elias Skiri vor 2 Saisons Top-Torschütze gewesen. Ja, okay. Ich war mit Skiri letzte Saison nicht sicher, weil der da auch ein paar gemacht hat und ich dann nicht wusste mit Davy genau, aber habe ich ja richtig im Endeffekt... Genau, aber es waren halt irgendwie 5 Tore, die ihm da die Krone gegeben haben oder so, Elias Skiri, also... Nein, okay. Ja, es war wirklich nicht viel. Aber ey, du hast es super, super gemacht, insgesamt 7 Punkte gesammelt. Ich bin dir jetzt aber natürlich noch schuldig, dass wir mal gucken, wie Matthias Scherz aussieht, weil das war überhaupt nicht meine Zeit, da habe ich gar keinen Fußball geschaut. Der ist groß, hat eine Glatze, das müsste er dann wohl gewesen sein. Was habe ich für einen Vorname gesagt? Oliver, weiß ich nicht, wie auf Oliver kamst. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Hat 270 Spiele für den FC gemacht, tatsächlich. Nicht schlecht. Oliver Scherz ist ein Schauspieler, sehe ich hier gerade. Ja, gut. Ja, 1,87, Stürmer, wenig Haare. Ja, im Kopf hatte ich das Bild. Deshalb sehr nett, dass du mir den Punkt gegeben hast. Ja, komm, also der falsche Vorname. Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Thüram, Kefrim anstatt Markus sagst, das sind ja auch 2 verschiedene Spieler, aber wenn du dann irgendwie den falschen Vornamen hast, das geht schon klar. Also 7 Punkte für dich, zusammen mit deinen 5 aus Runde Nummer 1 sind wir dann bei 12. Nachdem du jetzt die FC-Karte gespielt hast, spiele ich jetzt die Bayern-Karte. Und zwar möchte ich von dir ein aktuelles Thema wissen, was sehr präsent ist in den Medien auch. Und zwar möchte ich 10 Trainer von dir wissen beim FC Bayern München, die unter 500 Tage im Amt beim Rekordmeister waren. Oh, unter 500 Tage. Ja. Okay. Okay, 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 okay. Also, fangen wir an, Zeit läuft. Thomas Tuchel kam erst im Sommer, das heißt, das sind schon mal safe unter 500. Dann gehen wir mal mit ihm. Yes. Davor war Julian Nagelsmann. Der müsste... Boah, wann ist Nagelsmann geflogen? War das im Januar oder war das im Dezember? Weil wenn es im Dezember war, dann war er genau 1,5 Jahre da. Und 1,5 Jahre sind 365 plus nochmal... Ah, das könnte knapp werden. Ich behalte mir Nagelsmann mal auf. Ich glaube, der müsste knapp über 500 gewesen sein. Vielleicht war das der Grund, warum du da den Cut-Off-Point gemacht hast. Davor war Nico... Ich habe einen kleinen Tipp. Thomas Tuchel zum Beispiel kam ja nicht im Sommer, ne? Ach stimmt, der kam ja im Winter, ja, aber das also passt ja trotzdem. Der war zum Beispiel 464 Tage, also war es auch. Oh, okay, klar. Ja, stimmt, der kam im Winter, da werde ich fast ins Fettnäpfchen drin. Okay, so, also ich gehe mal den Trainer von jetzt nach in die Vergangenheit durch. Davor war Nagelsmann, den lassen wir mal weg. Davor war Kovac. War Kovac über 1,5 Jahre da? Ich sag Kovac. 490, richtig. So, davor war Flick. Flick war nur die eine Saison, oder? War Flick länger? War Flick 2 Jahre? Ich habe ja noch alle Leben, ich sag Flick. Nee, der war drüber. 105 Tage, ja. Davor war Heinkes. Nochmal so als Interimsding, glaube ich. Nee, Moment, Flick war nach Kovac auch übrigens. Sorry, ich habe die Reihenfolge falsch gemacht. Aber davor war Heinkes. Das Ding ist, Heinkes hatte 3 Amtszeiten. Was ist jetzt, wenn eine von denen unter 500 war? Zählt das dann, oder... Ja, würde das ich schon zählt. Sagen.
Weil, ja, ich bin nett. Ja, doch. Dann, weil dann würde ich Heinkes sagen, weil ich glaube, die eine war safe ja nur dieses eine Jahr, oder? Also Heinkes hatte eine mit 64 Tagen. Ja, ja, genau. Eine zweite mit 264. Das war, glaube ich, die Saison, wo du gerade meinst. Wo man dann genau, die meinte ich, ja, ja. Genau, das waren 264. So, also, dann Klinsmann. Klinsmann war auch nicht lange da. Klinsmann mit 300 Tage. So, dann hatten wir noch Guardiola. Der war, glaube ich, mehr als... Also der müsste 2 Jahre da gewesen sein. Wir hatten noch Van Gaal. Der war auch nicht lange da. Auch sogar. Ja, ja, wir hatten noch, also ich werfe nochmal gerade, weil die Zeit langsam abläuft, nochmal ein paar Namen rein. Van Gaal, waren da mal irgendwer interimsmäßig unterwegs? Das weiß ich gar nicht. Ancelotti war auch nicht so lange. Ancelotti? Machen wir noch weiter, ich krieg zu lang. Dann, sonst würde ich noch Van Gaal sagen. Der okay. 648. Wer war dein anderer noch? Ancelotti habe ich noch gesagt. Und dann sage ich noch jetzt, weil die Zeit abgelaufen ist, weil ich habe ja, glaube ich, noch... der Timer. Habe ja, glaube ich, noch mindestens ein Leben, wenn nicht sogar zwei. Ich sag sonst... Also Ancelotti sonst, bekommst du auch noch den Punkt, ja. Okay, dann habe ich hier noch 2 Leben, richtig. Dann sage ich noch... Ich sag noch Hitzfeld einfach, komm. Hitzfeld ist... Der hatte auch 2 Amtszeiten, glaube ich. War einmal 516 Tage. Boah, kann sein, dass es echt auch länger war, ne? Ja, und dann noch 2191 Tage. Ja, das war ziemlich lang. Okay, easy. Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf die Auflösung, weil ich müsste 5 bekommen haben, oder 6? 5? 5 hast du. Oh, ist okay. 5. Ja, also ein paar, glaube ich, hättest du eventuell noch wissen können. Das hatte ich zum Beispiel auch gar nicht auf dem Schirm, dass Willy Sanyol mal 9 Tage Trainer war. Naja, der war halt, der war halt einer so dieser Interimstrainer, ne? Ja. Ja, genau. Ebenso wie Andreas Jonker, der war ja auch mal. Ja. Aber wir hätten noch gehabt Klaus Augenthaler. Oh, okay. Aber der war auch interimsmäßig da in der Zeit, 29 Tage. Franz Beckenbauer, ist mehrfach da auch drin. Otto Rehhagel. Ja, oh, Magath. War Magath auch nicht kurz bei den Bayern mal? Doch, aber ich glaube, der war nicht so kurz. Felix Magath. Ich dachte, das wären auch nur so 1-2 Jahre gewesen. Ah, nee, es waren 3 Jahre. Tage. Ja, ja, aber es waren... noch ein ganz bekannter Trapattoni. Ja, habe ich drüber nachgedacht. Ich muss aber sagen, das war halt gar nicht meine Zeit. Deswegen dachte ich auch, dass der irgendwie ein bisschen länger da gewesen wäre. Aber ich finde, also 5 bin ich, ganz ehrlich, bin ich zufrieden mit. Safe, ja. Also die, wo ich gedacht habe, die du haben kannst, hast du alle schlussendlich auch getroffen. Easy. Easy peasy. Okay. Dann stehe ich bei 10 Punkten, du bei 12. Das heißt, wir kriegen so einen kleinen Showdown gegen Ende. Oh, okay. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Und wo ich dich jetzt sehe, ist die nächste Kategorie. Das ist eigentlich auch eine liebe Kategorie, weil da gibt es sehr, sehr viel Auswahl. Die Chance. Als letztes habe ich für dich eine gemeine, ne? Also soll ich auch eine gemeine dann nehmen? Also ich glaube, du weißt bei meiner echt nicht so viele. Aber die hast du. Okay, pass auf, dann machen wir es so. Okay, dann machen wir es so, im Zuge der Fairness machen wir es so, dass ich eine gemeine nehme, weil du eine gemeine hast, okay? Ich finde meine nicht gemein, aber ja. Also gemein im Sinne von schwer. Okay? Ja, okay. Pass auf. Okay. Meine Kategorie, die ich dir stellen möchte, ist Spieler mit Doppelnachnamen. Und was dabei zählt, ist ein doppelter Nachname, der mit einem Bindestrich geschrieben wird. Also, okay. Es gibt auf jeden Fall einige, also es gibt safe so 20 plus, ja. Aber das Problem ist halt drauf zu kommen. Es ist gemein, ich werde dir ein bisschen helfen, wir starten rein, 3 Minuten laufen ab jetzt. Die Beino Gittens. Egal, nice, stark, sehr, sehr gut. Nikovic Savic. Oh, den habe ich gar nicht auf meiner Liste, aber müsste eigentlich gehen. Ich google das mal nebenbei, das wäre dann dein 2. Punkt. Ja, ist richtig, wird mit Bindestrich geschrieben. Okay, aber jetzt muss ich auch überlegen. Bindestrich. Oh nein, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Das ist kein Ding. Ah, 17-jähriges Top-Talent von Paris im zentralen Mittelfeld, aber ich weiß echt nicht, wie der heißt gerade. Ja, also ich... Du musst es... Ja. Es ist richtig, aber du musst es schon sagen. Ah, okay, warte, wir gehen erstmal noch weiter. Sukuta Pasu? Bei dem bin ich mir auch nicht sicher, ob man den mit
Dings schreibt, Richie ist so guter Paar, so ist richtig. Schreibt man auch mit Bindestrich. Let's go. Also es gibt noch ein paar Bundesligaspiele, aber der Großteil tummelt sich in der Premier League tatsächlich. Ja, das habe ich. Ah, Saint-Maxime. Saint-Maximin, weiß ich nicht, ob man den mit Bindestrich schreibt. Müsste aber, ja. Richtig. Bin ich bei 4 jetzt, ne? Du bist bei 4. Bindestrich. Ward-Prowse? Ja, Ward-Prowse, richtig. Aussprache ist top bei mir. Alles gut. Du bist bei 5. Wie lange habe ich noch? Eine Minute, eine gute. Loftus-Cheek? Loftus-Cheek, sehr, sehr gut. Nummer 6. Krass, ey. Du bist richtig gut, ohne Witz. Richtig gut. Also du bist bei 30 Sekunden und ich hätte sehr gern noch den Namen vom Pariser Talent, weil das hast du ja eigentlich dir schon erarbeitet. Ich komme nicht auf den. Ich komme nicht drauf auf den. Das ist Warren mit Vornamen, glaube ich. Nee, also ich habe das Bild und alles vom Kopf. Ich hatte auch vorhin den ersten Part davon im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Okay. 10 Sekunden noch. Drei, zwei, eins und das war deine Zeit. Ey, ich muss aber sagen, du hast 6 Punkte geholt. Das ist durchaus solide. Ich weiß nicht, wie viele ich geholt hätte, wenn ich das nicht vorher recherchiert hätte. Aber du hast tatsächlich auch Punkte geholt, wo ich gar keine auf der Liste hatte. Denn es gibt noch einige dicke, dicke Leute, die du nicht genannt hast. Einer habe ich noch, der ärgert mich richtig gerade. Trent Alexander-Arnold? Ja, ich meine, ich wäre auf... Ah, okay, klar, stimmt. Ja. Ich wäre bei Arsenal noch. Wie heißt es? Smith Rowe? Den schreibt man zum Beispiel nicht mit Bindestrich, ziemlich sicher. Okay, gut. Ja, weil das sind gut. 2 Namen, der hätte dann nicht gezählt. Wir hatten noch Bundesliga-Legende, doppelter Doppelname, Jan-Ingvar Kaisen-Bracker. Ja, okay. Ja, gut, aus der Premier League dann Dominic Calvert-Lewin, Erik-Maxim Choupo-Moting von den Bayern, Maitland-Niles, Callum Hudson-Odoi, Aaron Wan-Bissaka, Fosu Mensah, Oxlade-Chamberlain, Cameron Carter-Vickers oder Osei Tutu von Bochum. Und das Pariser Talent heißt Warren Zaïre-Emery. Ja, okay, okay. Aber ey, ganz ehrlich, 6 Punkte bei dieser Kategorie ist sehr, sehr big. Damit stehst du bei 18 insgesamt. Das heißt, ich brauche in der kommenden Kategorie 8 Punkte, um auch nur auszugleichen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig werden. Es ist eine unfassbar geile Kategorie, bin ich ehrlich. Und zwar, ich gebe dir schon mal einen Tipp. Du hast 17 Möglichkeiten. Also es gibt 17 Namen tatsächlich. Okay. Und zwar habe ich letztens ein Video von Danny und Jill gesehen und da hast du dich jetzt nicht, doch echauffiert, glaube ich, kann man sagen, über das Thema Maskottchen. Oh nein. Das hat mich zu null interessiert. Und deshalb will ich von dir 10 Maskottchen aus der Bundesliga mit Namen. Boah, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Weil ich war immer, als kleiner Junge war das auch immer so ein Traum von mir, einmal ein Maskottchen zu sein. Und als du das gesagt hast, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich mein, Alter, krass. Ich kann ja denn so abfällig über Maskottchen reden. Krass, okay. Krass. Aber Hinweis, es sind nur 17, also es gibt nicht 18. Ja, ja, ich glaube, Bremen hat, glaube ich, keins. Ne? Die hatten diese Möwe, weil das haben wir auch in dieser Podcast-Folge damals besprochen. Ja, da bist du ja richtig tief drin sogar, wenn ihr so, ja. Nein, ich kenne kaum welche, aber Danny hat mir damals erklärt, dass Bremen keins hat, weil das irgendwie eine Frage war in einem, hier, ich glaube, Wer wird Millionär, glaube ich. Naja, okay, also ich würde sagen, damit ist dir der Sieg wahrscheinlich sicher, aber wir starten mal rein, 3 Minuten laufen. Also ein paar kriegst du schon hin, glaube ich. Ja, ja, die Obvies auf jeden Fall. Also Attila, hätte ich jetzt gesagt, ist safe der Erste. Ja. Und Hennis dann der Zweite. Das sind eigentlich so die 2 Dicken. Mhm. Dann gibt es Bernie, das ist der von Bayern. Den kenne ich natürlich auch. Bist du tief drin, ja. Brauche ich den genauen Namen? Nee, bei Hennis habe ich jetzt ja auch gesagt, Hennis reicht. Na gut, Hennis der 9., das hätte ich auch noch gewusst. Union hat diesen Ritter. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ritter... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du das zählen willst. Das wüsste ich noch. Der hat einen unfassbar geilen Namen. Ja. Den werde ich aber probably nicht kommen. Doch, weil... Du hast den Ritter vor Augen? Ja. Was hat er denn in der Hand? Boah, was hat er in der Hand? Und wenn du weißt, was er in der Hand hat, dann weißt du auch den Namen. Irgendwas mit Eisen oder so, ne? Nee. Okay, nee, dann... Ich pass auf, lassen wir es nicht zählen. Lassen wir es nicht, das ist okay. Dortmund hat Bienen, diese Biene Emma, glaube ich, heißt die. Genau, perfekt. Oh, Bochum sehe ich auch vor mir.
Augsburg hat dieses Krokodil, aber ich kenne halt diesen Namen nicht. Verdammt. Oh Mann. Okay, lass uns nochmal durchgehen. Also ich sag dir noch, Stuttgart ist, glaube ich, sehr präsent eigentlich. Stuttgart? Nee, habe ich nicht vor Augen gerade tatsächlich. Ja, echt nicht? Okay, ja gut. Aber ich nee, gerade irgendwie nicht. Wolfsburg ist sehr einfach. Ist ein Wolf. Aber wie heißt der Wolf? Wolfi. Wölfi. Wölfi, ja, gebe ich dir. Als ob echt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gehe gerade so ein bisschen die Tabelle durch. Red Bull sehe ich auch was, aber irgendwie, das ist keine Red Bull-Dose, oder? Nee, das wäre mir ein bisschen dumm. Leverkusen, was haben die denn für ein Maskottchen? Leverkusen kommst du nicht drauf, das habe ich auch noch nie gehört, den Namen. Dortmund, wer ist denn sonst noch? Freiburg, Frankfurt hatten wir schon. Dortmund hattest du aber noch nicht, Dortmund hatte ich, ist Emma, Freiburg hattest du aber noch nicht. Nee, Freiburg hatte ich nicht. Ich kenne noch Schalke, das ist der mit dieser langen Nase, aber das ist ja zweite Liga. Den Namen nicht, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Das Problem sind halt wirklich die Namen. Also bei vielen sehe ich so diese Tiere vor Augen, aber halt nicht die Namen. Ich glaube, ich bin bei 4 gerade, ne? 4? 5? 5 schon. Ich gebe dir noch einen Tipp bei Leipzig. Das Tier ist auch das Logo. Ach, es ist. Ah, doch, jetzt sehe ich es aus. Dieser rote Bulle mit diesen zwei Hörnern nach oben, ne? Ja, und jetzt denk aber wie heißt der gute Bruder? Denk nochmal an Wolfsburg vielleicht. Der heißt Bulli. Tatsächlich. Jetzt echt? Nee, nicht wirklich. Doch, er heißt Bulli. Oh mein Gott, 7 Sekunden. Mir fällt aber, glaube ich, keiner mehr ein. Freiburg? Vielleicht? Also Union hättest du, wenn du wüsstest. Ja, Union, halt. die Zeit ist abgelaufen. Okay. Union ist halt dieser Ritter. Ich sehe ihn auch vor mir. Wie heißt der denn? Ritter Keule, weil er eine Keule in der Hand hat. Ah, Ritter Keule. Ja, ja, okay. Freiburg macht ist noch Fixle. Sinn. Mhm. Hoffenheim ist Hoffi. Oh mein Gott, Alter. Bochum ist Bobby Bolzer. Ein sehr guter Name. Ah, ja, den kenne ich auch. Den kenne ich auch, ja. Paule ist Heidenheim. Mhm. Was hat Darmstadt? Darmstadt ist hier in der Liste. Also Gladbach hat noch Jünter. Ja, stimmt. Aber macht Darmstadt auch Sinn. Ist gar nicht mit drauf. Und du hast gesagt, was hat Leverkusen? Brian the Lion. Brian the Lion, nie gehört. Ja. Ey, ganz ehrlich, für die Kategorie Maskottchen, wo ich wirklich mich auch erstens überhaupt nicht für interessiere und zweitens auch nichts darüber weiß, 6 Punkte nehme ich auf jeden Fall mit. Trotzdem heißt es ja für mich, ich habe diese Episode hier leider verloren. 16 Punkte auf meiner Seite, 18 Punkte auf der Seite vom lieben Luca. Das macht mich natürlich ein bisschen traurig. Ja, aber du bist ja auch Gast, ist ja nett, dass du mich auch gewinnen lässt, ne? Ja, ja, genau. Genau, daran lag's. Ich habe dich gewinnen lassen. Danke, danke, danke. So, auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wir haben bei Alex auch noch eine Folge aufgenommen. Also sehr, sehr gerne natürlich auch seinen Kanal abchecken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja jetzt hier nicht jeden Tag, dass hier bei dir ein Video rauskommt in Longform. Das machen wir jetzt hoffentlich ein bisschen öfter. Deswegen lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr Bock auf mehr Sachen habt. Ich denke, ich werde wahrscheinlich, ich lade mich jetzt nochmal ganz frech ein, nicht das letzte Mal Gast auf diesem Kanal gewesen sein. Also wenn ihr Bock auf solche Formate habt, gerne auch ein Abo da lassen. Haut rein. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way.